Ich möchte nochmal auf das Thema Mitmenschlichkeit eingehen. Mitmenschlichkeit heißt mitfühlen. Das bedeutet, dass man jemanden kennt, zu dem man Vertrauen haben kann, wo man sich aussprechen kann, wo man sich vertrauensvoll aussprechen kann. Jeder Mensch braucht Ansprechpartner, um über seine Befürchtungen, seine Ängste, seine Freude, seine Interessen, aber auch über seinen Schmerz oder seine Trauer zu sprechen. In den stationären Einrichtungen, auch in der ambulanten Pflege, sind die Mitarbeiter an Zeitfaktoren gebunden. Oft opfern sie ihre freie Zeit für zwischenmenschliche Zuwendung. Ich möchte nochmal auf das Thema Mitmenschlichkeit eingehen. Mitmenschlichkeit heißt mitfühlen. Das bedeutet, dass man jemanden kennt, zu dem man Vertrauen haben kann, wo man sich aussprechen kann, wo man sich vertrauensvoll aussprechen kann. Jeder Mensch braucht Ansprechpartner, um über seine Befürchtungen, seine Ängste, seine Freude, seine Interessen, aber auch über seinen Schmerz oder seine Trauer zu sprechen. In den stationären Einrichtungen, auch in der ambulanten Pflege, sind die Mitarbeiter an Zeitfaktoren gebunden. Oft opfern sie ihre freie Zeit für zwischenmenschliche Zuwendung. Ich möchte nochmal auf das Thema Mitmenschlichkeit eingehen. Mitmenschlichkeit heißt mitfühlen. Das bedeutet, dass man jemanden kennt, zu dem man Vertrauen haben kann, wo man sich aussprechen kann, wo man sich vertrauensvoll aussprechen kann. Jeder Mensch braucht Ansprechpartner, um über seine Befürchtungen, seine Ängste, seine Freude, seine Interessen, aber auch über seinen Schmerz oder seine Trauer zu sprechen. In den stationären Einrichtungen, auch in der ambulanten Pflege, sind die Mitarbeiter an Zeitfaktoren gebunden. Oft opfern sie ihre freie Zeit für zwischenmenschliche Zuwendung. Ich möchte nochmal auf das Thema Mitmenschlichkeit eingehen. Mitmenschlichkeit heißt mitfühlen. Das bedeutet, dass man jemanden kennt, zu dem man Vertrauen haben kann, wo man sich aussprechen kann, wo man sich vertrauensvoll aussprechen kann. Jeder Mensch braucht Ansprechpartner, um über seine Befürchtungen, seine Ängste, seine Freude, seine Interessen, aber auch über seinen Schmerz oder seine Trauer zu sprechen. In den stationären Einrichtungen, auch in der ambulanten Pflege, sind die Mitarbeiter an Zeitfaktoren gebunden. Oft opfern sie ihre freie Zeit für zwischenmenschliche Zuwendung.